Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück in Fallout 4. So. Ich werde einfach heute mal ein paar aufnehmen ohne Musik. Darf ich mal gucken, vielleicht ist die Atmosphäre dann einfach noch schöner. Weil in Wahrheit gibt es auch keine Musik. Diese Umgebungsgeräusche besser hören. So, was sagt Dog Meat? So, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir hatten hier noch ein paar Sträflingstöne, die hier rumgelaufen sind. Wir wollen noch ein bisschen weiter erkunden. Ich muss mal eben hier die Map anmachen an meinem Handy, damit ich hier besser rumlaufen kann. Pip-Boy wird gestartet. Heute startet ganz langsam. Püpsi, püpsi. Ich kann eigentlich schon mal überlegen, was wir skillen wollen. Wir haben nämlich auch Skillpunkte. Auf 4 Stück. Also einen möchte ich natürlich auf den hier. Schlossklacken, Enter. Nächstes brauche ich ein Fort Level 7, um das nächste zu machen, also nur ein Level. Das geht ja. Kampf von einer Seite mit dabei. Verzerrhaltet auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wo haben wir denn Charisma? Machen wir hier. Meisterhändler. Ladykiller. Freunde, Kala Anführer, Hardy Hengst, Inspirierender. Nee, das ist alles heimlich, Sandmann. Schleimwelle zu einem Flüstern, wir zum Schatten zu decken. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Schaden machen. Beweglichkeit, Räuberheld, Glück. Das ist eigentlich auch gut. Und Glück machen wir auf jeden Fall mal 2 Reihen rein nochmal. Charisma auf jeden Fall nochmal 1 rein. Das ist nicht schlecht. Das machen wir mal. So, haben wir ein bisschen was geskillt hier. Die Karte ist doch endlich mal geladen. Da war ein kleiner See, da wollte ich mal hin. Und safe. Cool. Oh, ein Kopf an dem Pferd. Sehr schön, sehr schön. Es gibt ein Pick auf das Wasser. Schlafen.
hat schon wieder fast ein Map-Ende. Hinten See. Was gibt's hier? Kleinste Kleider. Kann nicht in die Richtung gehen. Ja, auch nicht schlecht. Na ja, gut, aber der See, ich meine, der ist ja auch hier, hier gleich. Genau hier. Hier ist was. Katze. Und Mensch. Verkäufer ist es. Sehr schön. Was ist das? Wo ist der hin? Da eben gerade ein Verkäufer da. Hey, hallo Hühnchen. Hi. Ich kaufe und verkaufe. Zeig einfach mal, was du hast, dann schauen wir, ob wir uns nicht einig werden. Hast du in letzter Zeit was gehört? Nichts, was dich interessieren würde. Ich habe hier allerdings Waren, die ich loswerden muss. Falls du also Interesse hast. Ich schau mal. Ja, so. Achso. Ich muss handeln drücken. Dann gucken wir uns hier um. Also, das gehört ihr. Was Schönes dabei. Nichts mit bewegen. Und Futter. Aber sonst muss ich hier nichts stehlen. Das ist. Nö. Die Katze ist schön. Nein, ich will auch gar nicht das, was er hat. Mein Geld. Ich will andere Dinge behalten. Dann kaufe ich noch was. Also, wir sind jetzt gleich bei dem anderen See, der als nächstes kommt. Irgendwo da hinten. Und daraus gehen wir dann nach links wieder. Jagdgewehr würde ich die Dinger jagen. Einfach mal speichern zwischendurch. Ach, ein Hunde. Noch schlimmer. Aha. Wir haben schöne Turmsachen. Zeig mein Hund. Mein Hund, da ist mein Hund. Also wir sind angeblich entdeckt. Das gute Hunde? Nein, anscheinend nicht. Thank you.
diese Hunde greifen aber anscheinend später als. Oh, ich glaube hier, das ist auch schwerer eigentlich als Gebiet. Da gehen wir noch nicht hin. Wir gehen erstmal diese Richtung jetzt nicht um den See rum. Gesehen, dass da auf dem auf der Brücke da schon Spomatanten sind und ja, wir die schon tot kriegen. Möchte ich jetzt nicht ausprobieren. Hier wieder Strahlung mit Strahlung. Aber hier ist doch was. Was haben wir denn hier? Geh doch mal weiter. Holoband. Ah, das wollte ich nicht. Ich hab was gegessen. Ich hab mir so schnell was gefunden. Was hast du denn? Was hast du denn gefunden? Hier haben wir einen beacon-shipping Wohnungsschlüssel und einen Grog. Perfekt. Unternehmen. Ja, was geht denn hier ab? Ach, boah, Alter, Blitze, Blitze. Komm hier rein, Dogmeat, wir müssen uns hier verstecken. Dogmeat, komm doch hier rein. Scheiße, geht da draußen ab. Wenn wir davon getroffen sind, sind wir tot, bestimmt. Wenn wir hier rein. Beacon Shipping Terminal. Kommen, so. Lange deine Protokollanträge. Thank you.
Naja, da steht nicht so viel drin. Ach, Karte. Ach so, die Karte wird ab. Also, gucken wir mal rauf. Bitte, Leute, vergesst nicht, dass Lieferungen über meinen oder Tims Tisch gehen müssen, bevor sie rausgehen. Das ist extrem wichtig. Liefert auf keinen Fall direkt an den Kunden, müssen erst nicht, bevor die Papiere geändert haben. Ihr müsst mich oder Tim die Ladung einmal durchgehen und unterzeichnen lassen. Das ist ernst, Leute, vermeidet es nicht. Es sei denn, ihr wollt unbedingt, wie dieser letzte Vollidiot enden, der die gesamte Ladung geliefert und uns damit fast den Arsch gekostet hat. Mal hier alle durchgehen. Nee, okay, haben wir nur zwei Karteneinträge bekommen. So, einmal hier. Oh ne, einmal hier, General Atomics Fabrik. Einmal hier, Massenfusionsschütze. Ist was zu holen anscheinend. Ah, es ist viel schönes Wetter. Also draußen waren gerade übelste Blitze, die uns gegrillt und uns getroffen. Turm vom Flieg wieder. Kommt noch nicht so oft vor. Aber man will ja nicht unbedingt das ausprobieren, ob es stimmt oder nicht, weil wir haben hier ein halbes Leben. Rüstungswerkzeuge, kann man das verbessern? Und wir sind zu schwer. Komm mal her, Hund. Hey. Wie wär's, wenn du mal ein paar Waffen nimmst? Outfit. Da war ja viel Schrott auch dabei.
das hier aber nur. Mehr auch nicht. Mehr nicht. Könnte man so einen Roboter auch machen, aber der kann einem helfen, mir alles zu klären, aber wozu? Ist ja eh schon alles geklärt. Bei diesen Dingern muss ich immer. Verstrahlt. Ein Steuerschloss angeblich. Geschafft. So. Also auf jeden Fall schon wieder ein Stück weiter geschafft. Wir sind jetzt hier. Das können wir noch. Wie viel kann ich noch tragen? Bisschen noch. Normal bis zur Garage und Kreuzung laufen. Also auf jeden Fall links abbiegen. Das möchte ich nochmal reinschauen. Teddybär. Karotte. Rumzappeln. Jetzt aber auch noch kaum Munition. Jetzt müssen wir noch ein bisschen sparsamer umgehen mit der Munition. Nur 20 Schuss hiervon benutzen jetzt. So, hier sind wir jetzt auch wieder in der Stadt, wo wir die erste Hauptquest gemacht haben. Genau.
Hier gehen wir dann wieder rechts weiter. Da war ja auch noch eine Ausgrabungsstätte, die können wir als nächstes mal angucken. Da so. Sehr nicht viel. Hier ist die Ausgrabungsstätte. Tabo-Tattoos, du hast einen Ausgang Tabo-Tattoos gefunden, du hast eine neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Ja. Hier ist jetzt die Ausgangsstelle, jetzt ist es natürlich dunkel. Finde ich das ein bisschen blöd hier rumzulaufen, hier ist schon noch mehr zu entdecken. Und da ist auch ein Typ, mit dem werden wir auch reden. Das beim nächsten Mal. Ich werde jetzt nämlich noch einmal zurückreisen. Und die ganzen Sachen, die wir so gefunden haben, wieder einsortieren. Das wär's. Werkzeugkoffer. Wie schön. Jetzt haben wir aber alles. Ja. Erstmal soweit. Dann sage ich an der Stelle, falls euch das Video gefallen hat, lasst da einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal.